In der Region Bremen droht weiterhin ein Verkehrskollaps. Durch die zahlreichen Baustellen auf der A1 entwickelt sich die Strecke zwischen dem Dreieck Stur und dem Bremer Kreuz immer öfter zum großflächigen Parkplatz. Auch die Nebenstrecken sind betroffen. Auf einer Strecke von 12 Kilometern werden derzeit 3 parallel laufende Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Die finanzielle Belastung geht in die Millionenhöhe. Erstaunlich ist, die massivste Baustelle bleibt größtenteils unbemerkt. 150 Betonplatten der Fahrbahn müssen ausgetauscht werden. Durch ein neues Verfahren geschieht dies aber bei Nacht. So kann die Fahrbahn zumindest teilweise offen gehalten werden. Solange die Witterung es zulässt, halten die Bauarbeiten an, so das Straßenbauamt.